cutie pies. Und ja, da ist was drin. So, einige von euch haben mich natürlich gefragt, wo sind die Videos? Was ist los? Hörst du auf? Was ist passiert? Erzähl uns, was geht da gerade ab bei dir? Ja, einiges, einiges. Und zwar habe ich nämlich letzte Woche erstmal viel gearbeitet und ja, dann zum nächsten bin ich, habe ich euch ja von den Wohnungen erzählt, die ich schon besucht hatte. Bei der einen bin ich dann auch nochmal zur Verwaltung hingefahren, habe auch nochmal alles abgegeben, schön brav, bin da auch nochmal hingefahren, weil ich dachte mir, lieber persönlich abgeben, dann hat sie nochmal so einen Blick von mir, auf Bildern sieht man ja immer doof aus und deswegen bin ich dann da auch hingefahren und habe halt alles abgegeben, was wir verdienen und ja, Schufa-Auskunft, Personalausweiskopie etc. pp. Das alles, was man halt so brauchte, ja, damit man sich für diese Wohnung dann auch bewerben kann. Und siehe da, ich habe ganz schnell eine Nachricht bekommen. Na, was kommt jetzt? Na? Yay! Wir haben die Wohnung. Ja, also, wir haben offiziell eine Wohnung. Was traumhaft ist. Es ist traumhaft. Es ist eine wunderschöne Wohnung. Sie ist wirklich ganz, ganz, ganz schön. Also, wir haben eine Wohnung gefunden. Sie ist 94 Quadratmeter groß, 3 Zimmer und traumhaft. Das ist Altbau und ja, das Paar, das da drin wohnt, ist auch super, super nett gewesen. Wir konnten uns die zweimal anschauen, die Wohnung. Und der Mann hatte dann auch nochmal erzählt, was er alles in der Wohnung gemacht hat. Und die Steckdosen, da hat er dann noch neue dazu gemacht in der Küche. Und der hat Wände eingerissen, der hat so viel in dieser Wohnung gemacht. Und ja, es ist einfach wunderschön. Und wir können da einziehen. Jetzt bin ich natürlich vollkommen im Stress. Denn ich bin so ein Planungsopfer, würde ich jetzt mal behaupten. Wenn ich weiß, dass ich irgendwo einziehen kann oder irgendwelche Räume zur Verfügung habe, die ich einrichten kann, dann habe ich so eine leichte Macke, eine leichte, und bin dann eigentlich komplett in einer ganz anderen Welt. Komplett. Ich existiere da eigentlich nicht mehr. Es ist dann nur noch Stift und ja, Blatt Papier und die Wohnung, wie sah sie nochmal aus und wie könnte ich sie einrichten und was könnte ich da und da hinpacken und wie viel Geld benötigen wir, was muss man anzahlen, was können wir nicht sofort abbezahlen und also sofort bezahlen, was müssen wir abzahlen und so. Und das sind natürlich so Dinge, die mich sehr beschäftigt haben, seitdem ich weiß, dass wir diese Wohnung bekommen. Und deswegen bin ich nicht wirklich erreichbar gewesen. Ich war in einer komplett anderen Welt, also ich habe mich in meiner, ja, Kreativität eingesperrt in einem goldenen Käfig und habe gemalt, was das Zeug hält. Ich habe wirklich alles aufgemalt. Wie will ich diese Wohnung einrichten? Welche Küche kommt da rein? Welche Möbel brauchen wir? Was kann ich mitnehmen? Was nicht? Was kann ich schon einpacken? Was kann ich schon auseinanderbauen? Als nächstes nehme ich nämlich, also ich nehme den Schrank ja mit und der muss erstmal auseinandergebaut werden und. Ich habe schon ganz viele Anziehsachen gepackt. Alles ein bisschen chaotisch momentan in meinem Zimmer, aber ich habe dann da einen dritten Raum, wo ich drehen kann, wo ich Fotos schießen kann, wo ich einfach ganz tolle Hintergründe demnächst dann kaufen kann, auch wieder bunte, was mich natürlich sehr freut, so pinker, blauer, gelber Hintergrund und so für einige Videos einfach super. Und dann kann ich richtig tolle, große, ja, Leinwände, so Hintergründe kaufen, weil ich jetzt Platz dafür habe. Nicht in diesem kleinen Zimmer ging es natürlich nicht. Ich hatte nicht noch Platz, irgendwo irgendwas an die Wand zu montieren, aber da hätte ich das. Und das ist natürlich, man redet hier von echt viel Geld. Und ich hätte nicht gedacht, dass das wirklich so teuer ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich dachte, ach, ich habe ja ein komplettes Schlafzimmer, kann ja mit, Schlafzimmer ist fertig. Aber dann kommen wir nach Sachen hinzu wie, naja, erstmal streichen, alles muss neu gestrichen werden. Wie, welche Farbe möchte ich es haben? Ich hätte es ja gerne in so ein Graublau. Grau beruhigt mich extrem. Und ja, das sind natürlich so Dinge, wenn man die dann mal alle aufzählt und also einfach mal ausrechnet, wie teuer so eine Wohnung letztendlich ist, ist es schon enorm. Es ist schon echt hart. Und das ist natürlich, so die Summe an sich hat mich schon ein bisschen, ja,
Das ist schon schrecklich. Das ist wirklich schrecklich. Also was so eine Wohnung kostet, nicht? Weil es sind nicht die großen, also sind nicht nur die großen Sachen, so wie eine Waschmaschine, eine Spülmaschine braucht man jetzt nicht. Aber einen Kühlschrank, ich habe ja keinen zweiten Kühlschrank hier im Haus, deswegen kann ich den mitnehmen. Ja, Toaster, ein Sandwich Maker, dann eine Mikrowelle, ein Flaschenöffner, Dosenöffner, Besteck und Geschirr und alles, was dazu gehört. Also es ist einfach so viel Kleinmist, was gekauft werden muss und was ich auch auf jeden Fall benötige. Denn ich habe so einen kleinen Zwang, so eine kleine Macke von mir. Ich kann es nicht leiden, wenn irgendwas anders ist, als es eigentlich sein sollte. Das heißt, ich hole anstatt für 6 Personen, also ich hole einen Besteckkasten nicht nur für 6 Personen, sondern ich hole dann 2 Besteckkästen für 12 Personen, falls irgendwas kaputt geht, falls mehr Leute da sind, damit auch jeder das Besteck hat. Und dann kann ich auch nicht nur 2 Gläser holen, sondern ich muss gleich 12 Gläser holen, damit falls 12 Leute da sind, alle das gleiche Glas haben. Und dann brauche ich auch 12 Rotweingläser und 12 Weißweingläser und 12 Cognacgläser und 12 Cocktailgläser. Also alle Gläser einmal durch. Ich brauche das. Das ist ein richtiger Zwang bei mir, dass das einfach gleich ist. Ein Cognacglas ist für Cognac. Ich trinke zwar kein Cognac, aber wer weiß, vielleicht habe ich jemanden da, der mal irgendwie Cognac trinken möchte oder mit einer Cognacflasche ankommt. Also aus England oder so, irgendwelche Familienmitglieder, die das trinken wollen. Und ein Rotweinglas und ein Weißweinglas. Das hat alles so eine Bestimmung, ne? Da kommt Weißwein rein, da kommt Rotwein rein. Ich kann das nicht in ein Glas füllen. Das geht einfach nicht. Das ist so, da fängt mein Auge an zu zucken. So, so ganz freaky. Und naja, so sieht es momentan aus. Und das wird teuer, natürlich, wenn man so einen Zwang hat wie ich. Wird es nicht so einfach, ne? Von der Küche will ich gar nicht anfangen. Die Küche wird leider mitgenommen, was ich verstehen kann. Das ist eine wunderschöne Küche gewesen und die Familie zieht ja um. Und das ist eine komplett neue Einbauküche eigentlich gewesen, was da dran war. Und die nehmen sie mit. Ja, das heißt, eine komplette Küche muss her. Wie wir ja wissen, ist die nicht so günstig, ne? Und jetzt haben wir uns natürlich bei IKEA so ein bisschen umgeschaut. Was gibt's da? Bei Küchenquelle, online alles geschaut. Und das ist auf jeden Fall etwas, was wir abbezahlen müssen. Das kann ich gar nicht kaufen. Ich kann nicht einfach 5000 Euro Cash hinlegen und sagen, hier, nimm alles. Nein, das geht nicht. So viel Geld haben wir nicht gespart. Deswegen muss man mal schauen. Vielleicht kann Mama, also unsere Mütter, also unsere Eltern, vielleicht können die irgendwas dazulegen oder so. Oder ich weiß auch nicht, ich habe keine Ahnung. Es wird auf jeden Fall teuer. Ich bin so aufgeregt. So aufgeregt bin ich. Ich kann es kaum erwarten. Wenn es nach mir gehen würde, würde ich sofort einziehen. Sofort. Aber die Wohnung ist ja noch nicht leer. Die wohnen ja noch da. Deswegen, aber es ist so schön. Es ist eine traumhafte Wohnung. Ja, sonst Breaking Bad. Wer hat Breaking Bad von euch geschaut? Meldet euch alle. Ja. Du. Ja, ich. Ich habe es geschaut bis zum Ende und ich war so, so traurig. Es ist echt schade, dass die Serie vorbei ist. Muss ich hier echt zugeben. Breaking Bad ist eine dieser Serien gewesen, wo ich sage, ja, ich hätte es mir noch Stunden, noch Jahre angucken können. Aber ich glaube, dass es ein wirklich gutes Ende ist. Also so zum Schluss, ich glaube, hätte man es immer weiter und weiter gedreht, wäre es dann irgendwann so ausgelutscht gewesen. Aber es war trotzdem so spannend. Es war so spannend. Ich werde gar nicht viel erzählen, falls irgendeiner noch gar nicht alles gesehen hat. Aber es ist so eine tolle Serie. Es sind wirklich, wirklich toll. Wirklich, wirklich toll. So, als nächstes haben wir uns Community angeschaut. Community. Wir gucken das alles über WatchEver. Wir haben uns einen WatchEver-Account zugelegt und da gucken wir uns die ganzen Serien an. Was ich echt cool finde, weil eigentlich ist das echt gefährlich. Dadurch, dass man sich die Serien anschauen kann, hat man man wird so süchtig, weil man dadurch ja diese Chance hat, die nächste Folge zu sehen. Man kann nicht noch eine Woche warten. Also man muss nicht eine Woche warten wie im TV. Nein, man guckt es einfach durch und zippt und dann kommt die nächste Folge und die nächste Folge und die nächste Folge. Oh Gott, dann ist die Staffel schon zu Ende und ich weiß gar nicht mehr, was ich schauen soll, weil alles so schnell vorbei ist. Und irgendwie kommt WatchEver auch momentan gar nicht klar, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Community nur eine Folge, also eine Staffel draußen hat. Genauso wie, wie hieß das? Misfits.
Misfits habe ich mir auch angeschaut. Super coole Serie, aber nur 2 Staffeln. Und die haben auch nur jeweils 6 Folgen oder sowas. Total blöd. Wo sind die anderen Staffeln? Ich will sie mir zu Ende anschauen. Das nervt mich momentan total. Ich glaube, ich werde mir einen Brief an Watch Ever schreiben. So eine Bewertung. Ihr seid scheiße. Wo sind die anderen Folgen? Gib mir die Folgen. Ja. Ihr seht, ich bin leicht verrückt heute. Sonst als nächstes habe ich ein Blindschminken nochmal wiederholt. Denn einigen ist ja aufgefallen, dass ich, also ich hatte ja gesagt in dem einjährigen Video, dass ich 171 Videos online gestellt hatte. Aber es sind nur 140 oder sowas online. Das liegt daran, dass ich ja damals als Küken, als Neuling, ja noch nicht so wirklich Ahnung davon hatte, welche Musik ich verwenden kann und nicht. Und einige wurden davon natürlich gesperrt. Die konnte man sich ja nicht mehr anschauen, aufgrund der Musikrechte. Und ja, deswegen musste ich ganz, ganz, ganz viele löschen, beziehungsweise sperren. Die sind noch da, aber ich musste sie halt sperren, weil, ja, was nutzt es mir, wenn ihr die nicht sehen könnt, nur die Amis. Die Amis verstehen mich eh nicht. Deswegen, ja, deswegen nutzt so viel dazu. Sonst, meine Haare hoffentlich wachsen bald, ne? Ich hätte sie ja geschnitten, das wisst ihr ja. Und ich habe mir auch ein T-Shirt, ja, kreiert. Und zwar habe ich da mal einen Strich gezogen, wie lang meine Haare denn jetzt sind. Und es sind 16,5 cm. Also von hier unten, ne, vom letzten Haar bis zur Spitze. Ich hoffe, sie wachsen. Ich werde das jetzt alle 2 Monate kontrollieren. Beziehungsweise muss ich erstmal schauen, weil am 22. habe ich einen Friseurtermin. Und ich glaube, da wird sie nochmal ein Stückchen abschneiden. Ich glaube, dann kann ich erst anfangen. Was ein bisschen doof ist, weil ich habe das T-Shirt jetzt eigentlich schon ja, beschriftet. Aber nun gut, dann kommt da halt eine andere Zahl hin. Ja, ne? Also ist in Ordnung, ist in Ordnung. Die werden schon wachsen, irgendwann, eines Tages. Das wird es ja sehen. Der Ansatz muss ja mal langsam irgendwann noch weiter rauswachsen. Und dann wird das schon, dann wird das schon. Ja, sonst, ich habe eigentlich gar nicht so viele Themen. Ich bin so aufgeregt und ich denke eigentlich den ganzen Tag nur an die Wohnung. So 24-7 nonstop. Gibt es nichts anderes außer Wohnung, 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 Wohnung. Ich glaube, Bobo ist schon leicht genervt davon, dass ich ihm dauerhaft neue Ideen vorzeige. Und so, oh, wie findest du die Couch und das und hier und guck doch mal. Ich bin froh, dass wir keine Fernseher kaufen müssen. Er hat einen, ich habe einen, das reicht. Ja, ne. Nun gut, also ich hoffe, dass es in Ordnung war, dass ich nur eine Woche kein Video online gestellt habe. Aber ich war, wie gesagt, in einem Loch der Kreativität. Das zeige ich die Bilder gleich mal. Und ja, so, also ich werde jetzt noch ein anderes Video schneiden, denn die liebe Lisa war bei mir. Und wir haben ein Video zusammen gedreht und es wird dann diese Woche vielleicht morgen online kommen oder auch am Dienstag, ich bin mir noch nicht sicher. Aber das muss ich noch schneiden. Und ja, das war's. Das war's. Das war's nun wirklich. Ja, das war's. Ja, na gut. Okay, auf Wiedersehen, Cookies. Bye, bye. Bye, bye. Hm. 21 Minuten habe ich geklatscht. Muss ich ja richtig viel hochschneiden.